Hi, Andre hier für tabletblog.de und Mobile Geeks. Ich stehe gerade zusammen mit Cashy und ein paar anderen Leuten aus Bremen in der iPhone 5 Schlange vom Apple Store. Ich gehe die gerade entlang und ja, wir haben es gerade 23.30 Uhr und hier stehen eine ganze Menge Leute, viel mehr als beim iPad 2 oder 3, wo ich ja auch schon stand und von live berichtet habe. Und hier ist jetzt auch unser kleiner Stand und der Cashy ist hier schon. Und wie läuft's? Jetzt hier. Hi, Cashy für die Mobile Geeks hier. Ja, wir sind hier im Land der Besichten und Bescheuerten. Ihr seht das hier. Circa 200 Leute stehen hier vor uns. Neben mir sind die Kollegen aus Russland. In Russland gibt es kein iPhone 5 zu kaufen. Deswegen kaufen die hier ganz viel, verkaufen das für bis zu 3.000 Euro in Russland. Die Jungs dürfen pro Person bis zu 10.000 Euro ausführen, versuchen jetzt natürlich so viele Geräte wie möglich zu kriegen, um da die Flotte, den flotten Euro zu machen. Tja, wir stehen hier, es werden noch ein paar lustige Stunden und ja, mal gucken, was noch kommt. Ja, jetzt gehen wir mal die Schlange der Verrückten weiter entlang bis zum Apple Store. Wie gesagt, wir stehen hier schon seit eineinhalb Stunden etwa. Diese Absperre von Apple war schon aufgebaut, als wir angekommen sind. Ihr seht ja, wo ihr steht. Wir sind so um 22 Uhr angekommen. Und hier kommen wir jetzt zur zweiten Absperrung von Apple. Es ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass sie das wirklich so gut organisiert haben. Beim iPad 2 war es relativ locker. Da konnte man einfach so anstehen, hat Nummern ausgegeben und konnte drum herumlaufen. Das geht jetzt nicht. Man darf maximal 10 Minuten die Schlange verlassen. Hier kommen wir jetzt langsam zum Ende der zweiten Absperrung vom Apple Store und hier ist dann, das sind die Leute, die Hardcore-Leute, die schon teilweise seit Dienstag hier anstehen. Ja, seit Dienstag campen die hier vor dem Apple Store. Um 8 Uhr morgen früh am Freitag wird dann das iPhone 5 verkauft und mal sehen, dann haben wir auch das erste Unboxing-Video, das erste Hands-on-Video für tabletblog.de und Mobile Geeks. Wie gesagt, ich bin Andrzej für tabletblog.de und Mobile Geeks. Es kommen noch weitere Videos diese Nacht, denn es wird wohl sehr lang.